Ein Frifra, freudiges Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Staxel. Mit mir und dem Bärchen. Hallo. Hallo. Bärchen, Bärchen, guck. Bärchen, ich hab mich für dich schick gemacht. Oh Schau. Gott. Hast du was Falsches gegessen? Du siehst so lila aus, um Gottes Willen. Nein, ich bin eine Elfe, du Arsch. Ach Gott, ey. Du siehst aus. Ja. Hallo. Du bist aber auch Hi. Nur ein Gesicht, weil. Ach nee, doch, und den Rest auch noch. Ich habe auch Brüste, mein ja, Freund. Ja, das sehe ich. So ein bisschen flach geraten. Du bist so gemein. Ja, ich bin nur ehrlich, das ist der Unterschied. Ah, schön. Ja, man kann den Charakter halt ändern. Das ist ja. sehr amüsant. So, ich gehe jetzt erstmal verkaufen. Ja, du kannst ja die Kiste abholen übrigens. Oh, verdammt. Warte mal, kannst du die auch aufmachen? Nee, doch nur du. Zack. Zack. Dann kann ich die Milch jetzt abbauen. Warte mal. Ja. Warum? Hä? Ah, hier. Alles war jetzt auch gemein, ne? Ja. Gut. Du musst die Versandstation abbauen und mir dann hinlegen. Das ist nicht wahr. Nee, du kannst sie auch abbauen. Du Nein, hast sie das geht nicht. Abgebaut. Ach, jetzt geht's. Warum? Ja. Das ist doch nicht wahr. Dieses du Spiel. Hast sie das letzte Mal auch abgebaut. Ja, aber wohin ging das nicht? Ich habe immer noch deine Gläser, ne? Ja, stell die einfach mal in den Schrank oder so. So. So, was haben wir gesagt? Ich habe jetzt das Waschbecken, ne? Mhm. Also, das Bett haben wir, 6 Lampen haben wir, Kleiderschrank haben wir, Stühle haben wir aber nicht, ne? Nee. Stuhl. Ah ne, da wollte ich ja noch gucken. Auf dem Markt meinst du? Auf dem Markt vielleicht. Stuhl. Sofa. Also Waschbecken haben wir. Da fehlt uns nur Sofa und da fehlt uns nur noch Stühle. Okay. Witziges. 2 Stühle und 1 Stuhl haben wir schon, sehe ich gerade eben. Na, da muss ich doch nochmal glatt gucken. Was für einen Stuhl wir denn da schon haben? Den Bürostuhl vielleicht, oder? Zählt der als Stuhl? Wenn der schon als Stuhl zählt, ist das klasse, ne? Haben wir überhaupt einen? So. So, jetzt gucken wir mal eben, ob die wieder neue Möbel haben sie. Jetzt natürlich haben sie jetzt das Waschbecken hier. Sessel haben sie hier. Sofa. Ja, ich grüße euch auch alle. Okay. Was für einen Stuhl haben wir denn hier? Ach, das sieht schon richtig hübsch aus. Ich habe hier gar keinen Stuhl. Musst du halt bestellen. Warum muss man sich immer durch so viele Beschwerden durchkämpfen? Wir haben doch gar nicht so viele Einwohner. Ja, noch nicht. Gleich kommt wieder einer. Oder zählt das Klo schon als Stuhl? Da würde ich ja so lachen, wenn das Klo als Stuhl schon zählt. Das würde mich wahrlich nicht wundern. So. Ah, ich brauche noch Zäune, ne? Die hole ich Schau jetzt mal so. Die baue ich jetzt nicht. Ich guck nochmal beim Live, weil der hat jetzt auch wieder neue Ware bekommen, sehe ich gerade. Vielleicht hat er ja was. Nee. Nee. Nö. Hm.
Okay, dann werde ich mal bestellen gehen. Sofa und laut Liste nur ein Stuhl. Egal, ich will trotzdem zwei nehmen. Bin mal nicht so. Der will doch bestimmt mal einen Gast zu sich einladen. Und dann hat er nur einen Stuhl, ist auch doof. Ja, ja, das ist wirklich. Das muss ja auch nicht sein. Eben. Okay, hopp, Stuhl. 190. Okay, dann zwei. Jetzt bestellen, danke. Okay, jetzt suche ich ein Sofa. Also, ein einfaches, gemütliches, quadratisches Sofa. Oder ein gemütliches, rundes Sofa. Kostet beides gleich viel. Okay, bestellen. Ich könnte es jetzt beschleunigen für 224. Soll ich machen? Dann haben wir das, ne? Ja, dann ist das Instant halt da, ne? Genau. 200 noch was kann man echt nicht meckern, weil sonst müssen wir bis zur nächsten Folge warten. Ja. Gut. Boah, ich hab beinahe meine Axt verloren, meine Picke. So, ich bin jetzt mit der Treppe auch gleich fertig und dann fange ich schon mal an, so ein bisschen Zaun zu ziehen. Dann brauchen wir nur noch Dach, aber das werde ich, glaube ich, bauen. Ich glaube, das geht schneller oder, ja, bauen. Wobei, ich glaube, das Material und Dings, das tut sich schon fast gar nichts. Ach, guck mal, das wird dann haben wir es richtig gekauft. Mandarinen einfach im Winter wachsen, gell? Ja, warum denn nicht, ne? Ist doch auch die Zeit zum Kaufen. Ja. Ne? Mandarinen und Apfelsinen und so kaufst du ja eigentlich um die Jahreszeit immer. Genau, das ist die Intention dahinter. Ich glaube auch. So. So, der berühmte Küchenstuhl. Der keinen Tisch braucht, ne? Nö. Der ist so. Oh. So, jetzt noch ein Sofa. Ha! Das Sofa kommt dann hier hin. Fernseher braucht er nicht. So, jetzt muss ich nur noch das mit den... drauf. Weil die Lampen muss ich ja auch noch anbringen. Ah. Ah, ich falle andauernd runter. Obwohl, weißt du was? Ich glaube, da gucke ich mal, dass ich irgendwas Holziges finde. Haben wir irgendwie was so holzmäßig ist, was billig ist? Lampen? Hm? An Lampen meinst du? Nee, nee, Lampen habe ich. Ich suche mehr so, billiges Holz einfach nur. Hallo, Samiri. Billiges Holz, für was? Oh, warte mal. Hey, Herr Bär-LP, hast du viel Zeit in den Wäldern hier verbracht? Ich liebe die Ruhe und den Frieden wirklich, wirklich sehr. Manchmal sieht man sogar wilde Tiere. Okay, Rosemaria. Die ist irgendwie... Ich muss immer an Rosemaries Baby denken, wenn ich sie sehe.
Wo war ich? Was habe ich gefragt? Holz billig. Ja, haben wir irgendwie billiges Holz, was wir verbauen können? Kommt drauf an, was du unter billig verstehst. Keine ja, Ahnung. Billig in Sachen Herstellung. Ja, weiß ich nicht. Bauholz? Wenn die schon als Block. Ich schau mal eben. Ich guck mal, was wir haben. Was haben wir denn? Wir haben hier hölzerner Hausblock und leichter Holzplankenblock. Was kann ich denn bauen? Zehn dunkler Holzplankenboden? Nee. Zehn leichter Holzplankenblock. Leichter Holzplankenblock. Dann könnte ich den ja... Bauholz und Kleber. Holz, glattes Bauholz, Bauholz. Aufheben. Ja, da muss ich mal eben Holz hacken gehen. Und dann brauche ich wie heißt es so schön? Ich wollte schon sagen, wer baut denn hier unten? Und dann habe ich dich erkannt, dass du das bist mit deiner neuen Verkleidung. Ich? Hi. Hi. Das Holz kann ich wegnehmen hier? Was für Holz? Das, was ich jetzt wegnehme. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Gut. Dann gehe ich mal wieder im Wald rodeln. Mach das. Ich will eigentlich auch gar nicht so diese Bäume, weil diese Welt einfach nur schön ist, ne? Und dann ja. Denkst du dir so, nee, ich möchte jetzt nicht die Bäume wegmachen, ne? Weil die einfach so schön ist und die Bäume sind dann weg. Ja, stimmt schon. Na ja gut, aber bleibt mir nichts anderes über. Ich muss mal einen großen mal wegmachen. Nimm ich dich jetzt einfach mal. So. Sehr schön. Hast du die Gläser in den Schrank gestellt? Ja, habe ich. Gut, das jetzt auch. Also ich rupfe diese großen Bäume nicht gerne ab, aber dann hat man wenigstens mal einmal kräftig einen großen abgeräumt und dann hast du mal wieder ein bisschen Holz, ne? Ja, eben. So, gehe ich mal in den Nadelwald. Weil der nadelt halt. So. Wir haben ja momentan eigentlich genug Einnahmequellen. Ja, ich pack den Honig mal hier in das Dings rein, weil ich gerne demnächst mal das mit dem Kochen ausprobieren würde. Aber oh ja. Das wäre eine gute Idee hier mit dem Kochen. Das müssen wir auch noch mal machen. Das haben wir auch noch nie so wirklich ausprobiert, ne? Ja.
Gut, das wäre das. Jetzt gehe ich in die Stadt wieder zurück und hole dann Kleber. Ja. Dann kann ich nämlich gleich weitermachen. Also was das angeht, ist ja die Welt eigentlich zu klein, ne? Was denn? Wenn du jetzt mal auf die Karte guckst, obwohl doch, Bäume haben wir doch schon eine Menge, ne? Aber trotzdem, irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Welt ist zu klein dafür. Ja. Vielleicht erweitern sie die ja irgendwann noch. Ja, oder vielleicht, dass man... Weil da kam relativ lange kein Content-Update mehr, ne? Ja. Irgendwie Alexa, fehlte da was. Ruhe, bitte. Alexa, stopp. Dass die Frauen einen immer reinreden müssen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit mit dir geredet. Ja, fing auf einmal an. Tja. Ja, und unsere kleine Begleiterin. Aber gehört habe ich sie nicht. Nee, aber ich. Nee, Kleber brauche ich. Ich kaufe mal 100 Stück. So, der Tag ist doch bald schon wieder rum. Ja. Ich würde... Ja. Nee, besprechen wir danach. Auf. Besprechen wir nachher im Off. Okay. Gottes Willen. Jetzt haut er mich wieder. Ja. Am meckert er mich wieder. Was für böse. Ja. Dann schnauzt er mich wieder an, weil ich alles falsch gemacht habe und so. Ja. Da holt er die Peitsche raus. Dann fährt er eine Stunde zu mir hin, haut mir einmal auf den Popo und dann fährt er wieder zurück und dann nehmen wir weiter auf. Richtig. So ist das. So läuft das. Abends bei uns. Jede Nacht. Okay. Fliese. Bärchen? Ja. Kannst du noch einen Schrank mitbringen? Nee, schaffst du jetzt wahrscheinlich. Schaffe ich nicht mehr. Ich bin ja auch schon im Dings. Okay, ich bin auch da. Okay. Gleich. Jetzt mal hoffentlich. Ja, ich rase jetzt auch zurück ins Bettchen. Du könntest auch teleportieren. Vergiss nicht. Ja, ich weiß. Aber das ist ja langweilig. Bin da. Okay. Und husch. Ja, das war wieder eine sehr schöne Folge. Taxel, mit Bärchen und mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und vergesst die Glocke nicht, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Staxel. Ich hab Angst. Tschüss. Tschüss.